Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, normales Tageshoroskop, großartige Zeit, starke Zeit, in der wir leben. Wir erleben derzeit Zeitgeschichte hautnah und ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn die Geschichtsschreibung endlich auch einmal den wundervollen Idi Amin rehabilitieren wird und ihn als das darstellt, was er war. Im Innersten seines Herzens war er nämlich ein lupenreiner Demokrat und es gibt natürlich keinerlei Zusammenhänge zu westlichen Geheimdiensten oder wenn auch immer, also das muss man immer so sehen. Und er hatte auch immer, dafür war er ja sehr, sehr bekannt und berühmt, er hatte immer ein sehr enges, man möchte fast sagen ein inniges Verhältnis zu Journalisten, besonders zu kritischen Journalisten, für die hatte er auch immer ein offenes Ohr und er hatte für sie auch immer ein offenes Schwimmbecken, also so eine Art größere Möglichkeit, sozusagen frei schwimmen zu gehen. Und ja, also viele Journalisten sind sozusagen hier sprichwörtlich baden gegangen. Es war dann immer die Frage, wer kommt schneller ans rettende Ufer, der jeweilige kritische Journalist oder Idi Amins Lieblingskrokodil. Übrigens, hier bei uns in Europa sind Krokodile deswegen nicht so populär, weil hier Journalismus grundsätzlich kooperativer ist. Also wir brauchen uns hier keine Sorgen um die Gesundheit oder Befindlichkeit machen. Ja, und wenn es so weitergeht, wenn die Demokratisierung in diesen großen Schritten weiter voranschreitet, würde ich auch sagen, dass wir auch einen Kaiser Bokassa, bitte, der gütige Kaiser Bokassa, der gütige, dass wir den auch sozusagen ebenfalls rehabilitieren, ein wundervoller Mensch, auch ein im Herzen, im Innersten seines Herzens, ein lupenreiner Demokrat. Und daher würde ich auch vorschlagen, dass wir unsere künftige Kaiserin von Europa auch Teflona Bokassa nennen, in Anerkennung der wundervollen Leistungen dieses wundervollen Menschen. Also wie gesagt, das Narrativ der das Erklärungsmodell Demokratie wird erweitert. Ja, großartig, großartig. Wunderschön, wundervoll. Also auch wir haben hier einigen Erweiterungsbedarf. Und zwar haben wir hier ein zweites geschlossenes Trigon. Das erste haben wir so ganz nebenbei mal gestreift. Sonne, Mars im Trigon zu Saturn, im Trigon zum nördlichen Mondknoten und der dann wieder hinunter zu der Doppelbesetzung. Und jetzt ist es der Mond, der Merkur und der Jupiter, die im Mittelpunkt unserer Betrachtung stehen. Der hier steht auf 25 Grad, glaube ich, 49, der auf 25, 25. Und hier haben wir den Jupiter, wie viel hat er? 22 Grad, 59, also rund 23 Grad. Die beiden Planeten Mond und Merkur, würde ich sagen, stehen auf Wassermanngraden. Wassermanngrade 25 bis 27,5 und Jupiter steht auf Steinbockgraden 22,5 bis 25 Grad. Und hieraus können wir natürlich schon ein wenig ablesen, nämlich dass der Mond in den Zwillingen sehr luftig, sehr heiter gestellt ist und im Wassermann, auf Wassermanngraden, in Erhöhungsgraden ist er natürlich rhetorisch ganz voll, rhetorisch brillant. Der rückläufige Merkur leistet hier natürlich großartige Schützenhilfe und hier auch der Jupiter auf dem Merkur. Große Worte, sind zwar beide rückläufig, ja, aber wurscht, wir werden hier eine Art Revision dann erleben, aber noch haben wir hier die nächsten paar Tage eine großartige rhetorische Konstellation. Also hier wird schwadroniert, dass sich die Balken nicht nur biegen, sondern regelrecht verknoten. Und der Merkur kommt als Herrscher des 12. Hauses aus dem Land des Lächelns. Also hier wird wirklich nur die reine Wahrheit aufgetischt. Wir hätten auch nichts anderes erwartet. Das 12. Haus, das Haus des Betruges, der Lüge, der Geheimdienste, der Täuschungen. Also hier haben wir, wie gesagt, eine sehr, sehr stimmige Trigonaspektierung zu den Stadtsee-Paten. Also ganz interessant. Und mit Spitze 10. Haus im Krebs geben sie sich natürlich sehr patriotisch. Sie schützen ja nur die Werte, die uns jetzt so wichtig sind. Das ist das Klima. Und das ist das CO2, das ist ganz wichtig. Und für mich natürlich das allerwichtigste Thema, die Volkskrankheit sollte man nie vergessen. Denn ja, es ist halt leider
ein wichtiges Thema, es ist extrem wichtig. Wir müssen geschützt werden, wir müssen gesund bleiben und sie tun auch alles um das, tja, um was. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir wissen alle, genaues weiß eigentlich niemand. Wir sehen hier nur ein herrliches Quadrat zwischen Spitze, zehntes Haus und Aszendent. Also das heißt, hier wird alles unternommen zum Wohle des eigenen Landes. Glaube ich, oder? Quadrat ist ja immer, ist ein Quadrat ist was Positives, oder? Moment, warte mal. Warte, wie war das noch schnell mit einem Quadrat? Muss ich nachdenken. Quadrat? Na, eigentlich nicht. Eigentlich heißt es ja genau das Gegenteil. Ist ja wurscht. Es ist demokratisch, es ist ehrlich, es ist anständig, es ist ehrlich. Es ist alles ehrlich und ich bin auch überglücklich darüber. Ich bin so glücklich, dass ich vor Freude husten muss. Entschuldigung. Das ist der Sprühhusten, weil sie haben ihre Hausaufgaben im demokratischen Sinne sehr brav erledigt. Ja, es gäbe noch einiges zu sagen und zum Glück haben wir noch einen vierten Teil und der wird dann eine Art Endspurt bedeuten. Weiter zum vierten Teil. Ende!